Hallo, und im heutigen Video geht es um diese tolle Fußballtorte, die du mit Hilfe des Tortensets Fußballfan auch als Anfänger super einfach selber machen kannst. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich dir in diesem Video. Ich führe dich also Schritt für Schritt durch das Machen der Torte. Wenn dich das also interessiert, dann bleib jetzt dran. Ich bin Anja von Torte mich, dem Shop und dem Kanal für die Tortensets mit der extra Portion Liebe. Kurz ein paar Intro-Worte zu Torte mich. Wer sind wir? Was machen wir? Die kurze und knappe Antwort ist, wir verschicken komplette Motiv-Tortensets zu dir nach Hause. In den Motiv-Tortensets ist dann alles enthalten, was du brauchst, um dann deine gewählte Motiv-Torte nachzubacken und nachzudekorieren. Enthalten ist natürlich immer ein ausführliches Papier-Tutorial, aber auch auf unserem YouTube-Kanal erklären wir dir Schritt für Schritt, wie dann diese Torte gemacht wird. Das sind also wir. Heute geht es um das Tortenset Fußballfan und wie immer an erster Stelle sage ich dir erstmal, was in deinem Tortenset enthalten ist. Im Tortenset enthalten ist das Tutorial mit der extra Portion Liebe, 500 Gramm Vanille-Biskuit-Teigmischung, 2 Packungen Vanille-Tortencreme-Pulver, 6 Backformen, ein paar Fußballschuhe, diese sind natürlich essbar, 3 Packungen Fondant, zweimal in Weiß und einmal in Schwarz, ein Scraper, ein Döschen mit Speisestärke, ein Multicutter, eine Tube grüne Lebensmittelfarbe, eine Spritzhülle und ein Spritzbeutel. So, und die uns regelmäßig verfolgen, die wissen, was jetzt noch kommt. Es gibt 3 kühlungsbedürftige Sachen, die wir den Sets leider nie beilegen können. Das heißt, für diese Torte brauchst du noch 7 Eier der Größe L oder 8 Eier der Größe M. Du brauchst noch 2 Stück Butter und dann noch 200 Milliliter Milch. Und ein Haushaltsutensilien bitte ich dich zurechtzulegen, ein Nudelholz. Okidoki, dann lass uns starten. Ihr beginnt idealerweise 2 Tage vorher, vor dem großen Ereignis. Und zwar startet ihr hier mit dem Backen. Dazu nehmt ihr euch bitte den Biskuit aus eurem Set. Rührt den bitte mit den Eiern und den 7 bis 8 Esslöffeln Wasser zu einem glatten Teig. Bitte hier sehr geduldig sein, gerade die Leute, die einen einfachen Handmixer haben. Eine Küchenmaschine ist hier ein bisschen besser geeignet, weil die von Hause aus ein bisschen mehr Wumms hat. Das Ganze muss wirklich erstmal für 7 bis 8 Minuten gemixt werden. Erstmal auf kleinster Stufe, dann auf höchster Stufe. Ihr werdet sehen, nach einer gewissen Zeit wird sich die Farbe des Teiges verändern. Das heißt, die ganze Masse wird weißlicher werden und das Volumen wird sich verdoppelt haben. Wenn das nicht der Fall ist, ist dein Teig noch nicht richtig gerührt. Zu guter Letzt fehlt natürlich noch unsere Spezialzutat in den Teig. An deinem Tutorial hängt unsere extra Portion Liebe dran. Das ist die extra Portion Liebe, die in alle unsere Torten noch rein muss. Die also noch bitte vorsichtig reinstreuseln, umrühren und dann ist dein Teig theoretisch fertig. Wenn du Lust hast, kannst du jetzt hier noch eine Aromapaste hinzufügen. Wenn du sagst, mir reicht jetzt Vanille nicht, sondern ich möchte eher eine Fruchtnote haben. Beziehungsweise, was du auch machen kannst und was wir hier auch im Video zeigen, du kannst natürlich auch den Teig noch einfärben. Du hast ja eine Tube mit grüner Lebensmittelfarbe in deinem Set. Dafür wirst du nicht alles brauchen. Hier kannst du 2, 3 Tropfen mal reinmachen. Dann werden deine Böden auch grün gefärbt. Dann heizt du schon mal den Backofen vor. Ganz, ganz wichtig ist hier, dass du nur Ober- und Unterhitze benutzt. Bitte keine Heißluft und auch keine Umluft. Bitte gut vorheizen. Auch das ist sehr, sehr wichtig bei Biskuit, dass der gut aufgeht, dass ihr den Ofen gut vorgeheizt habt auf 160 Grad Ober- und Unterhitze. Füllt jetzt bitte den Teig gleichmäßig in eure Backformen. Ihr habt in eurem Papiertutorial eine Angabe, wie schwer jede Schale dann inklusive der Masse sein muss. Die Backformen gehen jetzt also in den Backofen. Das musst du sicherlich in 2 Durchgängen machen, weil nicht alle reinpassen. Wenn die Böden fertig gebacken sind, dann hol sie bitte vorsichtig raus. Bitte achte darauf, dass hier nicht so ein Temperaturschock ist. Denn lass sie erstmal ruhen und dann gehen sie über Nacht später in den Kühlschrank. Wer jetzt schon sieht, dass da oben sich eine Haube gebildet hat und die oberhalb der Form ist, der kann sie jetzt schon mal schnell mit dem Messer abnehmen. Dazu nimm dir bitte ein langes Brotmesser und führe jetzt bitte das Brotmesser am oberen Rand deiner Schale entlang, sodass du die obere Haube abnimmst und so auch sicherstellst, dass alle Böden relativ eben und gerade sind. Die Böden gehen über Nacht, wie gesagt, in den Kühlschrank. Du könntest jetzt noch 2 Tage vorher gerne auch schon die Tortencreme anrühren, kannst du aber auch am nächsten Tag machen, also einen Tag vorher. Für die Tortencreme brauchst du deine 2 Stück Butter. Die sollten zimmerwarm sein, bevor du sie verarbeitest. Diese bitte auch in den Mixer schmeißen und wirklich ausgiebig mixen. Auch hier ist es so, dass sich die Farbe erstmal verändern muss von einem eher beigen Ton in einen weißlichen Ton.
Wenn es erreicht ist, dann gibst du bitte vorsichtig deine 2 Beutel Tortencremepulver rein. Bitte nur sukzessive reingeben, immer erstmal auf kleinster Stufe anmixen und dann wieder auf höchster Stufe weiterrühren. Und zu guter Letzt brauchst du doch deine 200 Milliliter Milch. Diese bitte auch erstmal langsam zuführen, gut mixen, bis am Ende deine leckere Tortencreme fertig ist. Hier hast du natürlich auch die Möglichkeit, deiner Tortencreme noch gerne eine Aromapaste hinzuzufügen. Hier haben wir eine Vielzahl bei uns im Shop, wenn das etwas für dich ist. Und zu guter Letzt musst du noch deine Tortencreme einfärben. Auch hier reichen ein paar Farbstöße, die bitte noch in deine Tortencreme reingeben, umrühren und dann ist deine Tortencreme saftig grün. Einen Tag vorher solltest du dann jetzt auch stapeln und die Torte eindecken. Dazu müssen wir natürlich erstmal die Böden aus den Formen lösen. Wenn es notwendig ist, nimm dir hier bitte ein Messer zur Hilfe, umfahre das mit dem Messer nochmal den Rand und dann reiße die Backform ein und löse die Böden aus deiner Form. Wir zeigen es dir hier im Video auch mit Böden, die weiß geblieben sind, also die nicht eingefärbt wurden, aber auch mit grün eingefärbten Böden. Lass dich hier also nicht verwirren. Und wenn du deine 6 Böden aus den Formen gelöst hast, dann können wir jetzt mit dem Stapeln starten. Bevor wir jetzt loslegen, solltest du dir bitte eine Tortenplatte besorgen oder wir benutzen immer Cakeboards. In diesem Beispiel eignen sich sehr, sehr gut unser schwarzes Cakeboard oder unser marmoriertes Cakeboard, was du hier im Video siehst. Sind übrigens auch die Bestseller, die immer dazu mitgekauft werden. Egal wie, ist es jetzt wichtig, dass du eine Tortenplatte hast oder ein Cakeboard hast, was dann auch final ist. Das heißt, wir bauen jetzt hier die Torte rauf und das Ganze wird auch nicht mehr umgestellt, weil sonst verhaust du dir gerne dein Design mal. Und bevor wir jetzt loslegen, bitte ich dich nochmal von der gesamten Tortencreme 3-4 Esslöffel Tortencreme abzunehmen. Diese Tortencreme ist dann gedacht, um dann den Rasen zu spritzen. Und du arbeitest jetzt mit der restlichen großen Menge an Tortencreme. Diese Tortencreme brauchen wir dann zum Stapeln der Torte, aber auch zum äußeren Eindecken. Gebe jetzt bitte etwas Tortencreme auf dein Cakeboard, auf deine Tortenplatte und lege den ersten Boden auf. Das gibt dem Ganzen, wenn es dann im Kühlschrank aushärtet, Halt. Und dann gibst du bitte oben Tortencreme rauf und stapelst dann sukzessive die nächsten Böden, immer nach dem Prinzip Boden-Tortencreme, Boden-Tortencreme. 2 Tipps hierbei. Bitte drehe immer den 2., den 4. und abschließenden 6. Boden bitte verkehrt herum, also mit dem Backboden nach oben. So stellst du nochmal besonders sicher, dass deine Torte auch wirklich gerade gestapelt wird. Und dann auch nochmal ein anderer Hinweis hier. Wenn dir die Mischung Boden-Tortencreme nicht reicht und du denkst, du möchtest gerne noch was dazwischenlegen, noch ein bisschen Geschmacksraffinesse reinbringen, dann schau dir auch gerne unsere Videos an aus der Serie How to Pimp Your Tortenset. Hier geben wir Ideen, was du noch zufügen kannst, was du noch geschmacklich abändern kannst, wenn du sagst, der Standard reicht mir jetzt hier nicht. Sind deine 6 Böden erstmal fertig gestapelt, musst du sie jetzt erstmal so in den Kühlschrank stellen, damit das Ganze an Stabilität gewinnt. Wenn es etwas wackelt, dann kannst du oben auch einen Schaschlikspieß zentriert einfügen. Bitte sei jetzt hier beim Kühlen geduldig. Locker 30 Minuten sollte das schon im Kühlschrank stehen und erst dann machen wir weiter mit dem äußeren Crumb Coating. Äußeres Crumb Coating heißt, du fügst jetzt eine erste dünne Schicht an Tortencreme erstmal auf das Äußere deiner Torte. Hier geht es noch nicht darum, Unebenheiten auszugleichen, sondern es geht erstmal darum, erstmal eine glatte Oberfläche zu erreichen. Bitte jetzt einmal rundherum mit der Tortencreme. Wenn du einen Drehteller zu Hause hast, dann benutze ihn jetzt schon. Das hilft dir ungemein beim Arbeiten. Nachdem du fertig bist mit dem Crumb Coating, geht auch die Torte jetzt wieder erstmal in den Kühlschrank. Auch hier bitte 30 Minuten mindestens aushärten lassen. Und jetzt im nächsten Schritt gibst du bitte großzügig Tortencreme rundherum auf deine Torte. Jetzt ist es wichtig, dass du wirklich alle Unebenheiten deiner Torte ausgleichst. Dazu 4 Tortencreme raufgeben rundherum und dann hast du einen Scraper in deinem Set. Und dann ziehst du bitte überschüssige Creme ab. Das machst du rundherum, stellst auch wieder die Torte in den Kühlschrank und unter Umständen musst du diesen Vorgang mehrmals wiederholen, bis dann das Äußere deiner Torte wirklich schön gleichmäßig eingedeckt ist. Bitte sei hier geduldig mit den Kühlzeiten. Erst wenn deine Torte wirklich schön ausgekühlt ist, macht es Sinn, die nächsten Cremeschichten raufzugeben an Stellen, wo es noch uneben ist. Wenn es noch so weich ist, funktioniert das Ganze nicht. Da wir oben später noch 4 Rasen raufspritzen, reicht es hier, wenn du oben nur ein einfaches Crumb Coating machst, also ganz, ganz dünn nur Tortencreme raufgibst und immer wieder dann gut kühlen.
So, dann geht es auch schon an den Rasen. Dazu hast du einen Spritzbeutel und eine passende Spritztülle in deinem Set. Das Ganze müssen wir uns jetzt erstmal vorbereiten. Dazu misst ihr bitte jetzt oben an deinem Spritztülle die Spitze ab, die abgeschnitten werden muss. Du hast die entsprechenden Maße in deinem Papiertutorial und führe dann bitte die Spritztülle ein. Wir haben hier im ersten Beispiel zu viel abgenommen. Du siehst, dass der Spritzbeutel zu tief liegt. Er sollte mindestens mittig dann auf der Höhe deiner Spritztülle enden. Wie gesagt, das korrekte Maß, bei dem du abschneiden solltest, hast du dann in deinem Papiertutorial. Und deinen ganzen Spritzbeutel stülpst du jetzt am besten über ein hohes Gefäß. Das Ganze erleichtert dir jetzt das Einfüllen deiner restlichen 3 bis 4 Esslöffel Tortencreme, die du dir ja schon mal vorher abgenommen hattest. Bitte diese einfüllen. Und jetzt bitte noch den Inhalt deines Spritzbeutels in Richtung Spritztülle schieben. Dazu nimm dir bitte ein flaches Küchenutensil, schieb das bitte Richtung Spitze. Klopfe auch zwischendurch mal gerne auf den Inhalt deines Spritzbeutels. Das verhindert Luftblasen. Wenn du dir deinen Spritzbeutel fertig gemacht hast, dann können wir jetzt schon oben den Rasen spritzen, so wie du es hier im Video siehst. Mit kurzen, stoßartigen Spritzbewegungen machst du den Rasen. Ich denke mal, über Zeit wirst du hier den Dreh raus haben. Muss ja auch kein englischer Rasen sein, ist ja beim Fußball auch nicht der Fall. Und wie immer geht das Ganze jetzt erstmal wieder in den Kühlschrank und die Kühlzeit können wir jetzt nutzen, um uns den Fondant vorzubereiten. Du hast 3 Packungen Fondant in deinem Set, einmal schwarz und zweimal weiß. Hier ist es so, dass du dir jetzt bitte eine Packung weißen Fondant vornimmst und den bitte halbierst. Eine Hälfte davon müssen wir leicht grün einfärben. Dazu knetest du dir erstmal die Hälfte und dann gibst du bitte wenige Tropfen grün auf deinen Fondant, knetest das Grün gut ein. Wenn das Ganze fertig ist, kannst du jetzt alle Portionen gut kneten. Du kannst natürlich die eine Packung weißen Fondant und die Hälfte weißen Fondant, den du noch hast, auch gerne zusammennehmen, logischerweise, sodass dann alle 3 Farbportionen gut geknetet sind. Habe ich noch gar nicht gesagt, du hast ein Döschen Speisestärke in deinem Set, die natürlich immer vor dem Kneten und auch Ausrollen dergleichen immer wieder etwas Stärke auf die Arbeitsoberfläche geben. Das verhindert dann ein Kleben. Jetzt müsstest du dir die einzelnen Farbportionen bitte ausrollen. Bitte achte darauf, dass du sowohl den weißen, den grünen als auch den schwarzen Fondant gleichmäßig, also in einer gleichmäßigen Dicke ausrollst, damit dann eure 6 Ecke auch später eine gleiche Dicke haben. Dann nimmst du dir bitte den Multicutter, den du in deinem Set hast, und jetzt stichst du bitte die 6 Ecke aus. Bitte mach das so, wie du es hier im Video siehst, am besten rein drücken den Cutter und dann etwas rütteln an den Cutter. Und dann würde ich dir auch empfehlen, die 6 Ecke nicht rauszudrücken, sondern rauszuschlagen, so wie du es hier im Video siehst. Das verhindert einfach Fingerabdrücke. In deinem Papiertutorial steht drin, wie viel weiße, wie viel schwarze und wie viel grüne 6 Ecke du ausstechen sollst. Das Ganze dauert natürlich ein bisschen. Es ist aber nicht schlimm, wenn die bisher gestochenen 6 Ecke etwas liegen und auch antrocknen. Das gibt ihnen sogar ein bisschen Stabilität, bevor du sie dann an die Torte anbringst. Bevor wir jetzt mal das Muster vorlegen, bitte ich dich, ein paar von den schwarzen und grünen 6 Ecke in der Mitte zu halbieren, so wie du es hier im Video siehst. Und du solltest jetzt schon mal dir das Muster etwas vorlegen, dass du nicht durcheinander kommst, so wie du es hier im Video siehst. Bevor wir jetzt starten, entscheide dich bitte für das Vorne deiner Torte. Das heißt, wir arbeiten von vorne rundherum um die Torte, weil hinten wird es einen Abschluss geben, der nicht so schön aussieht. Den wollen wir gerne verstecken. Meist gibt es ja immer eine Saate, die optisch ein bisschen gerader ist. Und dann arbeitest du jetzt bitte von oben nach unten rundherum um deine Torte. Das heißt, du drückst die Fondant-Teile, so wie du es hier im Video siehst, an deine Torte ran, von oben nach unten. Und wenn du einmal rundherum bist, dann wird sich sowohl hinten als aber auch unten ein Abschluss ergeben, der nicht unbedingt bündig ist. Das heißt, du müsstest jetzt die übrig gebliebenen 6 Ecke zuschneiden, damit das Ganze dann bündig endet. Ehrlicherweise ist es sogar eine sehr entspannende Puzzlearbeit, finde ich. Wenn du jetzt dir damit Zeit nimmst, dann stell zwischendurch mal gerne die Torte in den Kühlschrank, damit das Ganze auch anhärtet und dir nichts irgendwie zerfließt. Und wenn du damit fertig bist, dann siehst du schon, dass deine Fußballtorte schon so gut wie fertig ist. Jetzt fehlen natürlich nur noch die tollen Fußballschuhe. Die hast du ja fertig in deinem Set. Die sind aus Zuckermasse. Die sind natürlich auch essbar. Die platzierst du jetzt oben auf deinem Rasen. Ebenso den Ball. Und wer noch Lust hat, der kann noch einen Happy Birthday Cake Topper dazu buchen. Auch der würde dann oben noch reingehen. Et voilà.
und schon ist die Fußballtorte fertig. So, da sind wir auch schon durch mit dem Tutorial. Ich hoffe, es war gut erklärt. Wenn du die Torte gemacht hast, freuen wir uns immer, wenn du uns ein Foto schickst. Gerne auch unter dem Video kommentierst oder auch bewertest, wie es bei dir gelaufen ist. Dann zum Schluss natürlich noch der Hinweis, wo du uns alles findest. Wir sind natürlich auf den gängigen Social Media Plattformen vertreten, wie Facebook, Instagram. Auf YouTube sind wir und auf Pinterest. Ich sage tschüss, eure Anja von Torte mich, dem Shop und dem Kanal für die Tortensets mit der Extraportion Liebe.